Also, Davy, dann mal Butter bei die Fische. Moin oder Servus? Jetzt moin. Davy oder Davy? Davy. Wenn du in die Zeit reisen könntest, Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Rückennummer 27 oder 9? Ich glaube, wenn ich freie Auswahl hätte, dann 27, aber sehr gerne jetzt auch 9. Schorndorf oder Stuttgart? Boah. Stuttgart. Hoffenheim oder Leipzig? Hoffenheim. Hoffenheim oder Berlin? Berlin. Berlin oder Bremen? Zum Wohnen? Zum Wohnen? Das kannst du dir fast aussuchen. Boah. Ich lasse es extra offen, damit es für dich schwieriger ist. Oh. Zum Wohnen würde ich sagen Berlin, sportlich Bremen. Tschechien oder Äthiopien? Boah, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich wusste es. Boah, das kann ich nicht beantworten. Doch, das kannst du beantworten. Und da habe hab ich Familienstreit. Das geht nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Das geht nicht. Ach komm. Beides. Tschechien oder Äthiopien? Das ist der heiße Stuhl, man muss sich hier entscheiden. Boah, wenn ich mich jetzt entscheide, dann habe ich zu Hause Riesenstress. Naja, du kannst es ja begründen. Okay, also normalerweise ja, ist es 50-50, ganz klar. Muss ich so ganz klar auch hier kommunizieren. Aber ich war schon in der Tschechei und in Äthiopien noch nicht. Deswegen erstmal Tschechei. Tschechien oder Deutschland? Deutschland. Da gibt es keinen Familienstreit. Ich bin hier geboren, wir leben alle hier. In einem schönen Land, deswegen Deutschland. Verein oder Nationalmannschaft? Verein. Europameister 2017 oder Europameister 2014? Schwer. Was sind das für Fragen, ey? Natürlich ist das schwer. Beides wunderschöne Erlebnisse. Sportlich für mich persönlich jetzt das erste Mal besser gelaufen, wenn man so sagen kann. Deswegen würde ich sagen. Und es war auch ein Startschuss. Mein Startschuss auch vor Bremen, deswegen 2014. Olympia Silber 2016 oder Vizemeister mit Leipzig 2017? Olympia, ganz klar. Wahnsinnserlebnis. Silbermedaille oder Goldkette? Silbermedaille, hundertprozentig. 100%. Stürmer oder Verteidiger? Stürmer. Tor oder Torvorlage? Tor. Tor mit dem Kopf oder Fuß? Eher Fuß. Rechter Fuß oder linker Fuß? Rechts. Rechter Fuß. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Ganz klar. Anzug oder Trainingsoutfit? Trainingsoutfit, ganz klar. Dein schöneres Tor, das 1:0 gegen Dortmund oder das 1:0 gegen Leverkusen? Boah, schwierig. Zu 0 gegen Dortmund, weil es damals extrem wichtig war, auch tabellarisch. Hochzeit, im kleinen Kreis oder fette Party? Wird eine fette Party, 100%. Pascal Köpke oder Marvin Plattenhardt? Boah. Also mit Platte war ich im Zimmer. Deswegen Marvin Plattenhardt. Marvin Plattenhardt oder Marius Wolf? Boah. Wir zerstören nicht nur Familien, auch Freundschaften. Ihr macht danach, danach ist alles kaputt bei mir, wegen euch. Boah, also mit Platte war ich im Zimmer,
auch länger zusammen in der Mannschaft gespielt, aber mit Marius habe ich extrem viel gemacht jetzt in meiner Berliner Zeit. Krass, dass ihr das so recherchiert habt. Boah. Ich habe gerade Platte genannt, jetzt sage ich. Ah! Weil ich schon gerade Platte gesagt habe, nehme ich jetzt Marius. Claudio Pizarro oder Salomon Kalou? Boah. Beides Legenden, beides ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Stürmer, tolle Spieler. Riesenkarriere beide. Boah, ey. Von Pizza werde ich bestimmt noch viel lernen jetzt auch in der Zeit. Aber von Salah habe ich auch viel gelernt und habe mit ihm länger in der Mannschaft gespielt. Deswegen, sorry Pizza, nehme ich jetzt Salomon. Philipp Bargfrede oder Maxi Eggestein? Das gibt's nicht, was ihr macht. Ich nehme Bargi, weil ich auch damals, als es mit der Rückkehr erstmals nicht geklappt hat, fast auch in seine Wohnung gegangen wäre und mit ihm auch dann deswegen auch einen engeren Draht hatte. Philipp Bargfrede oder Florian Grillitsch? Boah. Danach ist auch Schluss dann. Florian Grillitsch, weil ich mit Flo wirklich jede Woche Kontakt habe. Immer dunkel oder immer hell? Immer hell. Immer hell. Immer die Wahrheit sagen oder immer lügen? Immer die Wahrheit sagen. Ein Leben ohne Handy oder ohne Fußball? Ganz klar, ohne Handy. Ganz klar. Wenn du eine Superkraft hättest, würdest du lieber unsichtbar sein oder in die Zukunft sehen? Unsichtbar sein, ganz klar. In die Zukunft sehen, das würde ich nicht wollen. Tattoo oder Piercing? Ganz klar Tattoo. Ganz klar. Ein Leben ohne Musik oder ohne Internet? Ohne Internet, klar. Wir verbringen viel zu viel Zeit an dem Handy und ich bin kein Zentimeter besser. Deswegen lieber ohne Internet. Titel ohne Einsätze oder Einsätze ohne Titel? Einsätze ohne Titel, besser. Ich glaube nicht, dass man sich da so gut fühlt, wenn man... Ich glaube, man freut sich auch, aber wenn man keinen Beitrag persönlich dazu leistet, glaube ich, ist dann lieber besser, dass man spielt auch regelmäßig. Eine Brille mit Sehstärke oder mit Fensterglas? Mit Fensterglas. Ich hoffe, ich brauche keine mit Sehhilfe irgendwann. Sleeve oder Ohrstecker? Sleeve. Currywurst oder Bremer Fischbrötchen? Boah. Ich würde sagen, Bremer Fischbrötchen. Ich bin 2 Tage wieder hier. Ich habe keine Freunde mehr. Familienstreit ist auch angesagt, dank dem tollen Video hier. Ich sage euch, bloß nicht abonnieren. Bloß nicht. Und auf keinen Fall, schaut auf keinen Fall die Videos hier an. Macht's nicht.